Wie viel Fell hat ein misstrauischer Hund? Wie viel Fell? Wie viel Fell, ja. Zwei Fell. Wie nennt man einen toten Zauberer? Abracadaver. Warum sagen Franzosen Allo statt Hallo? Sie haben Haarausfall. wie nennt man denn die Leute, die von französischem Käse erregt werden? Die sind bisexuell. Wie nennt man denn den kiffenden Nachtfalter? Falterring. Hängemotte. In welchem Jahrzehnt wurde am meisten gegen die Politik protestiert? Weiß ich jetzt nicht. In den 90ern. 90er. Warum ist denn der Krebs die Orange, aber nicht das Fruchtfleisch? Der Krebs ist eine Orange. Ist die Orange, aber nicht das Fruchtfleisch. Er ist halt ein Schalentier. In welchem Jahrzehnt wurde Prostitution legalisiert? Den 50ern. Welches Gewürz verbringt gerne Zeit am Strand? Das Badesalz. Welches Glücksspiel am Kiosk wirft nie Gewinne aus? Weiß ich nicht. Das ist zwecklos. Was erhält man, wenn man von jedem Tier auf der Welt ein Weibchen und ein Männchen auf einem großen Schiff verbrennt? Riesenbarbecue. Die Asche Noahs. Welches Obst steckt oft fest? Karotte. Die Clementine. Woher nimmt der malende Künstler seine Ideen? Vom Einfallspinsel. Das Lieblingsessen von den Ballerinas, was ist denn das? Spaghetti. Warum funktionieren Opas neue Hörgeräte nicht? Er hat ohne Zugehör bestellt. Ohne Zugehör. Wer darf denn nie bei der Flüsterpost mitspielen? Der Lautsprecher. Die ersten Schrottplätze nehmen jetzt auch alte Züge auseinander. Das ist ganz schön bahnbrechend. Mm-hmm.